Ein wunderschönes Hallo und zurück für und zu Assassin's Creed 2. Mein Name ist Sascha T. Ihr könnt auch gerne mal auf saschat.de schauen, was ich sonst noch so mache. Über einen Daumen hoch freue ich mich sehr. Und wir spielen jetzt weiter. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Natürlich. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Ja. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Ja. Ja, hast du was Schönes gefunden, Leonardo? Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Sehr schön, lass einfach dein... Hey, pass doch auf, verdammt! Ja, das war unser Geld offensichtlich. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand, teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk, für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Da sieht man, die Leute werden vorzüglich behandelt. So, auf zum nächsten. Die Stadt haben wir ja schon kennengelernt. Jetzt würde ich gerne den Rest kennenlernen. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf. Es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da werden wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder... weitere Kodexseiten finden? Komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Grazie, mein Freund. Ich glaube, er hat auch noch keine Tür. Di nulla. Verdammt, ich habe da den Action-Button übersehen.
Ah, jetzt hat er auch eine Tür. So, wir haben das Ganze hier. Ja, Leonardos Werkstatt in Venedig. Während eines kurzen Aufenthaltes in Venedig war Leonardo da Vinci ein bezahlter Ingenieur für die venezianische Armee. Es wird behauptet, dass er an einem Gemälde der berühmten Isabella d'Este gearbeitete, von der er während seines Besuchs in Mantua eine Zeichnung angefertigt hatte. Obwohl er ihr immer wieder versicherte, hart an dem Werk zu arbeiten, tauchte das Gemälde jedoch nie auf. Sehr schön. Wir haben hier hinten unseren Erinnerungsanfang. Da wollen wir doch gleich mal hin. Nein, hast du nicht. Rache gibt es in deinem Sortiment nicht. Haut ab! Sofort! Bewegung jetzt! Ja gut, wir versuchen es mal auf der anderen Seite. Ja, da drin haben wir noch eine Codex-Seite. Na gut, ich ziehe ja schon weiter. Da ist er. Laju, warum tut ihr das? Na, warum rennst du mir bitte schön in die... in die Klinge, du blöder Barde. Codex-Seite, die sollten wir mitnehmen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal die Sachen, die wir so als Codex-Seite deklariert haben, auf der oder definiert haben auf der Karte, auch mal mitnehmen, wenn wir sie schon finden. Das da unten zum Beispiel. Ich glaube, das machen wir auch mal bei Gelegenheit. Jetzt wollen wir erstmal zum Palazzo. Und wenn wir da waren, dann können wir auch mal Codex-Seiten einsammeln. So, hier ist unser Eingang. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Das war nicht so gedacht. Hey, ich brauche eure Hilfe. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Na dann, wollen wir doch mal hinterher. Die Kleine ist also rosa. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Kleine Messerchen sind einfach unschlagbar, wenn es darum geht, anzugreifen. So. Und solange man die im Paint Frame hat, funktioniert das auch ganz gut. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Moment, ich schau mal ganz kurz, was ich für Messer habe. Aber erstmal in die Wachen reinrennen, in die man. Eigentlich will man woanders sind. Ja, das hast du schon mal gesagt.
Zeitreise als diese werdet ihr nirgends finden, meine Freunde. Jetzt! Schaut meine Handtaschen auf! Und ihr Bastarde, wer will zuerst sterben? Verfluchte Bogenschützen! So, dann lauf mal. Wieso willst du erst in die eine Richtung laufen, dann in die andere Richtung? Bitte. Schnell, sie kommen näher. Ja, wenn du ständig im Kreis rennst, kommen sie natürlich näher. Jetzt. Keine Sorge, jeder von euch wird auf eine andere Art sterben. Schnell, sie kommen näher. Okay. Du verschwindest schon, du bist also ein Unschuldiger jetzt geworden, das ist sehr schön. Allein wäre ich besser dran. Keine Sorge, jeder von euch wird auf eine andere Art sterben. Was zum... Du doch nicht! Warum tötet er den blöden Zivilisten? Ja, dann geh doch allein. Vor allem allein wärst du vielleicht auch mal in der Lage, in die richtige Richtung zu laufen. Wärst du nicht ständig durch die Gegend gelaufen? Honorato Rosa, ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Oder seid ihr blind? Ach, wir... Ich trage dich nur durch die Gegend. Also, so gesehen, ist genügend Zeit eigentlich. Sorry. Vorsicht, nicht meine Zitronen! Arrivederci. Aber hab wenigstens den Anstand, mir aus den Augen zu gehen. Ich bin doch schon weg. Immerhin nicht sehr weit. Achtung, wenn wir halt nicht... Komm, Freunde, ich habe heute frisch gefangen... Hugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Boot. Das... Der Fluchtwagen. Geht. Ich übernehme die Wachen. Des alten Willenichs. Ja, glaube ich. Tötet sie, Ezio, schnell! Dafür muss ich sie erstmal finden. Was jetzt wirklich? War ich jetzt einfach ein bisschen zu schnell? So, verschwind. Du auch. Dann schauen wir doch mal erstmal in das Boot hier rein.
Nein. Nein! Warum bist du jetzt eigentlich 2 cm weiter geklettert? Sie sind überall auf den Deckern. Tut ja. Etwas, schnell! Würde ich gerne, aber ich komme gerade nicht aus dem Wasser raus. Die Spur ist recht einfach zu verfolgen. Man muss einfach nur den Leichen hinterher. Nein, tun sie jetzt nicht mehr. Sie schießen immer noch auf uns. Was? Wer denn? Wo denn? Wie denn? Hier ist niemand mehr. Habt ihr Geisterschützen oder was? Ah, da ist noch einer. Nein, tust du nicht. Klassischer Genickbruch. Du hin? Ihr wollt weiter geradeaus. Okay. Machen wir jetzt nochmal einen ganz kurzen Abstecher auf das Boot hier. Wäre ich hier schneller gewesen, hätte ich sie getragen. Nein! Was war denn das? Wieso springt der dann einfach runter? Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Okay, wir machen den Parkour nochmal. Die ersten beiden Wachen können wir so machen, ohne dass wir ein anderes Problem haben. Zack, zack. Oh ja, dann können wir auch den da. Komm. Schaffen wir es den da noch? So, komm. Mach Biene. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell. Ja. Jetzt mach Ruhe. Zum Glück können wir nicht schwimmen. Woher weißt du, dass ich ein Assassine bin, nur weil ich so gekleidet bin? Ah, da haben wir schon mal einen Gullideckel, da könnten wir vielleicht irgendwann mal rauskommen. Runter von der Brücke, genau. Rennst du denn hin? Riechst du schnell? Runter! Oder ich schieb jetzt runter!
Sie schießen auf uns. Nein, tun sie nicht, sie laufen mir hinterher. Jetzt erzähl mir hier keine Lügen. Ugos. Hallo? Das liegt vielleicht einfach daran, dass sie immer noch nicht alle weg sind. So, hier ist keiner, da sind zwei. Jo. So geht's auch. So ein kleiner Schubs in die richtige Richtung hat noch niemanden geschadet. Richtung hier. Dann bleiben wir mal lieber kurz stehen. Machen wir uns das Ablager noch mal zu benutzen. Es funktioniert noch, das ist gut. Nein, einfach. Ich hätte jetzt einfach geschaut, wo was ist. Oder ob hier noch irgendwas anderes ist, was uns interessiert. Andere Richtung, bitte. Ich will hier einmal drüber klettern. Ob hier noch was anderes ist, was gegebenenfalls interessant ist. Wir wissen ja schon, wir kommen hier rein. Und hier ist dann wohl auch Endstation, weil da geht der Kanal nicht weiter. Idiota! Beten kannst du später! Ich muss zu Antonio! Vorsicht! Lass mich das machen! Geht und sucht Antonio! Jesus, Hugo, tu, was er sagt! Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle! Die Neuen könnten dich relativ einfach umbringen. Hey! Hey! Aufwachen! Wir brauchen Hilfe. Und eine bessere Kamerasteuerung. Die nicht die ganze... Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Danke. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Ben Fatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Ja, da haben wir wieder eine Mission erfolgreich erfüllt, wenn auch nicht so erfolgreich, wie ich es gerne gehabt hätte. Und jetzt schauen wir mal, was kann er uns noch anbieten. Ezio, prego,
kann ich euch etwas anbieten. Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Und nochmal Geld verdient. So, was hast du denn für uns? Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Jo, sobald die Steuerung funktioniert. Ja. So, schon mal nicht. Springt, Ezio! Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Jo. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Das ist dann wohl die Story-Driven Aussichtsplattform. Das müsste die hier sein. Da müssen wir hin. Nein, Alter, nein, ihr. So kann das nichts werden. So kann das nichts werden. Hallo, liebe Wachen. Mich. Ja, alles klar. Wir können noch eine Sequenz abwarten, bevor wir genügend Geld haben. Und die Truhe leeren müssen. Nimm dir ein Beispiel davon, Diego. Ich will euch nicht anhören, ich brauche euch gerade nicht. Kommt, Freunde! Ich habe heute Frühstück. Wenn ihr nach ihren Kreisen hier kommt, wie ihr euch gefunden, kommen sie zu töten. Wir, die wir zu sind, verlassen, erröten, wenn ihre Leichen nach hinten reinliegen. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt.
Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Zurück, wollte er, glaube ich, sagen. Zurück. Wie zum Teufel kommen wir sonst auf die... Wir müssen erstmal aufs Dach. Ich bin gesprungen. Wir wissen ja schon, wir können hier oben hoch. Hallo? So, da sind wir dann den Teil. Hier haben wir ein paar Fenster, die machen uns die Arbeit etwas leichter. Lieber die alttraditionierte Variante ohne Sprungtechnik. Aber bevor wir das machen, synchronisieren wir noch schnell. Dann brauchen wir nämlich nicht nochmal hier hochklettern, was ich sehr, sehr positiv finde. So, und wieder runter. Hopp, da bist du ja. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Aber was das für andere Aufgaben sind, werden wir einfach in der nächsten Variante, nächsten Folge finden, nicht in der nächsten Variante. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Assassin's Creed 2 mit und von Sascha T. Ich danke euch. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte.